Als Nächste zu Wort gemeldet, Frau Abgeordnete Nurten-Yilmaz. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Bundesministerin, Herr Bundesminister, werte Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte aus dem Gesundheitsressort auch etwas Positives hervorheben, nämlich, dass sich die Koalitionsparteien für das Laufen der Gesetzgebungsperiode sich vorgenommen haben, eine nationale Suchtpräventionsstrategie und Suchtstrategie unter Einbeziehung der Alkoholkrankheit und substanzgebundene Süchte zu erarbeiten. Auf Basis der Studienergebnisse einer groß angelegten Delphi-Studie mit Schwerpunkt auf Kinder und Jugendliche wurde dann von der Frau Ministerin ein Expertinnenrat eingesetzt, um deren umsetzung zu erarbeiten. Und während den Budgetberatungen war erfreulicherweise von der Ministerin zu erfahren, dass die Arbeiten abgeschlossen sind und sie gedenkt, noch heuer es dem Ministerrat vorzulegen. Die Suchtpräventionsstrategie, sehr geehrte Damen und Herren, ist ein Rahmenprogramm, ein Rahmenkonzept, das die in den meisten Bundesländern bestehende Suchtkonzepte integriert und die Perspektive für eine österreichweite kohärente Vorgehensweise vorgibt. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte es auch nicht unerwähnt lassen, Abgeordnete Mölzer, das, was Sie sich in Ihre Zeitung geleistet haben, ist kein Kavaliersdelikt. Sie haben tausende Kinder und Eltern beleidigt. Haben Sie den Mut, sich herzustellen und sich zu entschuldigen? Und verschanzen Sie sich nicht hinter Ihrer Immunität. Erbärmlich war das.